treffen uns jetzt erstmal mit Panam. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Danke, Johnny. Dass ich mir wegen dir die Seele aus dem Leib gekotzt hab. Na, geht's wieder? Nein. Lurian ist wieder am Fliehen. Rastet richtig aus, der Boy. Ab zu Panam. Setup für die Beleuchtung ist nicht für den Tag eingerichtet, ne? Nur für abends. Wie man sieht. Uns erstmal den Panzer an, Alter. What the fuck? Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würdest du das Teil zu einem verdammten Raketenschiff machen, ich weiß. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerner gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Okay. Warum kann ich nicht doppelhoppen? Lass mich halt einsteigen. Oha. Überblendet. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Klar. Drauf von Klappe. Ah, geht doch. Und sexy ist so gefährlich. Ist nicht das neueste Modell. Aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Kuschelig hier drin. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinkedinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Das ist ja ermutigend. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Was machst du den ganzen Tag? Panzer fahren. Okay,
Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Lass mich raten, ich fahre. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Ich mach noch nichts, ne? Bis jetzt mache ich noch nichts. Okay, so sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Die neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meintest. Wärm dich auf. Keine Angst, ich guck auch weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Geschmeidig wie ein Boot. Mhm, der gleitet über alle Hubbel und jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Natürlich, achso, ich würde gerade sagen, habe ich fast gefahren? Links. Sehr gut. Weiter so. Haben die Windräder hier noch eine Funktion? Das sieht irgendwie nicht so aus. Rechts. Ja, genau so geht das. Hui. Rechts. Ausgezeichnet. Ey, ist schon cool, jetzt, ne? Lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Ich würde sagen, Bums hat das Ding schon, ne? Gut! Die fahren nirgendwo mehr hin. Okay, genug geübt. Wie? Weißt du noch, was ich über Impulse gesagt habe? Mhm. Dann halt dich fest. Was ist los? Hab mich verlinkt. Unsere Nervensysteme sind jetzt verbunden. Klar, Basilisk-Piloten agieren in Harmonie. Hm. Fühle ich deshalb alles doppelt? Sensorische Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Willst du es mal probieren? Okay, würde ich gerne. Spürst du das? Ja. Wow. Wie konzentriert man sich im Kampf bei sowas? Ist sicher nicht immer so intensiv. Was ist hiermit? Oha. Thank you.
The fuck? Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das sind Waffen! Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen! Verdammt! Wir auch, Saul! Diese Bastarde! Macht sie fertig! Und dann haut ab und macht euch hier nützlich! Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Unglaublich, warum stört ihr uns? War grad so schön. Mann, ey. Wir sind fast da. Okay, ich sehe Panen. Bastarde werden eine Überraschung erleben. Okay, bang, 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 dann bang. Wollen wir mal. Ram, zam, 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 ram, zam, zam. Das war gerade so schön, Panam. Warum? Sehr aber schnell angezogen. Holy shit. Ihr macht das schon? Ich sichere die Umgebung. Muss ich selbst überlegen, was am besten. Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann erspar mir wenigstens noch mal in deiner Landleben. Nur noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie an. Oha. Bitte was? Ich weiß, aber Meinung ändert sich. Du hast für die Familie alles riskiert, obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich hab nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erst mal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Ich denke, ich weiß, was sie meinen mit runterkommen. Aber wir müssen erstmal den Shit einsammeln, ne? Komm gleich. Beruhige dich. Geh mir den Scheiß, Bro. Kann ich. Wir will mir seinen Scheiß nicht geben. Den kann ich aufheben. Guck mal, was ich als Erfahrungspunkte nur durchs Looten bekomme, ne? Das noch. Oh, der hat irgendwie keine Beine mehr. In die Session. In dem Bunker, in dem Panzer war schon heiß, ne? Komm ich da nicht ran. Mist. Viele Item-Komponenten wären natürlich geiler gewesen. Was mit ihm hier ist. Irgendjemand leidet hier auch die ganze Zeit, ne?
Er hier, wa? Bei uns sagt man, wir sehen uns auf dem Pfad. So, das ist einer von denen. Sorry. Bisschen Feuerproblem hier, habe ich das Gefühl. Ein interessanter Tag. Oh ja. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. Ich weiß, woran das liegt. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Hast du den Basilisk in Aktion gesehen? Wir sind dir was schuldig. Kannst du auf die Aldekaldos zählen? Halt still. Jederzeit. Ich muss mir die Wunde angucken. Gut zu wissen. Denen haben wir's gezeigt. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar. Finde ich gut. Wie viele Leute haben wir dabei verloren? Weniger sein können. Der Basilisk Bier? Ist hier aufgekreuzt. Limonade? Panam wird sich dafür rechtfertigen müssen. Ein Bier für mich. In so einer Situation nicht im Laden. Brennt alles. Erstmal ein Bierchen noch machen. Lass sie einfach in Ruhe. Okay. War's das? Musa hat auch auf Happy Ends. Was jetzt, Boss? Ich habe keinen Plan. Wörtlich. Absolut nicht. Saul ist also doch ganz okay? Was soll man da noch glauben? Das wird sich zeigen. Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. So einfach ist das nicht. Entweder du willst oder nicht. Was ist daran so schwer? Das ist das Problem. Was ich will, spielt momentan keine Rolle. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Versprochen. Ah! Ha! Mit einer Eilmeldung. Das Drama um die von Anthony Harris, der. Wie? Panam. Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Wo sind wir? Ganz ruhig. Du bist umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Ins neue Lager. Du bist in Sicherheit. Alles unter Kontrolle. Noch bist du nicht tot. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, Weh, entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Weh, hör mir zu. Es gibt nichts, was du zu mir sagen könntest, das ändern würde, wie... Ich meine, red keinen Scheiß und sag mir endlich, was los ist. Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... Soll das eine komische Metapher sein? Lange Geschichte. Hatte einen Job. Hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar.
Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja, war nicht unser erstes Mal. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Aber sag, wie geht's dir? Du hast uns ziemlich erschreckt. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran. Unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Ich grüße das Wenn du was hier. Brauchst, nice. Weißt du, wo du uns findest. Ritzi! Du hast gerade eine ziemlich heiße Sexszene verpasst, Marius. Panam. Soll ich mitkommen? Wir haben ein bisschen Fummelei und Sex gehabt in einem Panzer. Ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Den Lebenden. Don Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo. Nett, sie alle zu mir sind. Täglich grüßt das Streamertier, wo ja? Ja, aber trotzdem. Ein bisschen. Alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Einmal spackt der Rechner nicht so ab wie gestern. Das ist schon mal gut. Ich will es nicht beschreien, aber hier in diesem Panzer hatten wir eine kleine Liebelei. Wie? Nochmal wegen vorhin. Ja. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Er konnte nichts tun. Vielleicht kann's keiner. Das glaube ich nicht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke für alles. Dass du für mich da bist. Pass auf dich auf. Und sag Bescheid, wenn... Lass mal von dir hören, okay? Wie ein Gruppenurlaub, alle wissen, was ihr da im Panzer gemacht habt? Ich glaube auch. Level up. Kommen die dummen Sprüche dann gratis. True. So, wir haben ein Level up. Wo wollte ich nochmal rein? Konstitution wollte ich rein, oder? Ob ich mir die Punkte ausspare. Ich zuletzt reingeskillt. Schalte den neuen Cyberware-Slot für die Hände frei. Ah, beidhändig. Das wollte ich, glaube ich, haben. Aber hier. Damit können wir jetzt nämlich, glaube ich, zwei Sachen tragen. Warum habe ich... Oh... Das ist das Tattoo, was er mir gestochen hat. Tattoo unzertrennlich.
Danke, Bro, dass du dafür dein Cyberdingens belegst. Einen Ripper-Doc besuchen. Assi. So, das war das Fahrzeug der Triebhaftigkeit. Ist halt ziemlich geil bewaffnet, ne? Ich glaube, wir werden es aber nie fahren. Nochmal. Vermutlich, außer vielleicht in irgendwelchen Quests. Das ist übrigens mein neues Auto, Leute. Für den etwas härteren Gebrauch, ne? Hat Raketen und ein Geschütz dran. Ich habe das noch nie probiert. Ist auch ein Militech-Fahrzeug. Konnte ich legal kaufen. Legal kaufen. Ich habe es auf jeden Fall gekauft. Wir gucken gleich mal, wie es funktioniert. Aber erstmal muss ich zum Riverdock. Man könnte denken, dass du ein Vögel bist, dafür, dass du betonen musst. Ja, ich muss ja immer betonen, weil wenn die Leute dann auf YouTube gucken, ne, muss ich ja auch nochmal, ne? Schon mal von Santiago gehört? War früher mal ein Nomade. Wie lange noch? Warum erinnern sich auf einmal alle an Santiago? Ein Freund von mir hat mal mit ihm gearbeitet. Muss ziemlich alt sein, dein Freund. Santiago ist eine Legende, ja. Nicht gerade ein Vorbild für mich, aber in seiner Zeit war er eine Art Held. Du scheinst ihn nicht so zu feiern wie der Rest. Man sagt, er war ein Stadtnomade. Mal hier, mal da. Aber sowas gibt es nicht. Entweder ist man seiner Familie treu oder nicht. Zählt Loyalität gegenüber Freunden denn nicht? Vielleicht. Dann endet man wie Santiago. Er ist abgekratzt, weil sein bekloppter Kamerad Arasaka zu Staub machen wollte. Ja, toller Freund. Schon mal von Santiago. Hoppala. Schon mal was. Warum? Implantat. Das kommt erstmal weg. Gegen was Vernünftiges. Die Grünen habe ich. Die anderen müsste ich kaufen. Könnte ich zum Beispiel Powerwaffe tragen. Und noch was zusätzlich. Ging ja vorher nicht. Nach einer leeren Waffe lässt den nächsten Schuss einen Elektroschock freisetzen. Bis zu 200 Schockschaden. Ist das egal, welche Waffe das ist? Griffschutz. Messer spielen wir nicht. Nochmal einen Coolheitsfaktor dazu. Ermöglicht das Benutzen von Smartwaffen. Das habe ich halt einfach schon zweimal. Stoßdämpfer. Minus 20% Rückstoß. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so notwendig. Wird die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Plus 30% Schaden von Querschlägern. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Aber hier steht halt nicht, ob es bei einer Powerwaffe auch funktioniert. Wir installieren erstmal, können wir das hier rausnehmen? Ich kann das nicht rausnehmen, ne? Wo bist du eingesetzt? Ist klar, perfekt. Scheiß auf das Tattoo. So, jetzt bin ich schon wieder punktemäßig am Limit, ne? Könnte noch was reinhauen.